Yeah. So, meine Lieben, also wenn ich jetzt die ganze Folge über nach links gucke, liegt das daran, dass ich mir den Bildschirm hier positioniert habe und ja, das ist der Grund dafür. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir haben eine Menge Leben, nämlich 57 Leben. Die schlechte Nachricht ist, dass mir ein paar Aufnahmen verloren gegangen sind. Das ist jetzt relativ doof, weil das letzte Mal, erinnere ich mich, waren wir hier an der Burg. Und jetzt, naja, jetzt ist das so, dass wir so ein bisschen weiter sind. Wir haben hier zwei weitere, also ein weiteres Level geschafft, eines freigeschaltet. Und wie ihr seht, auch schon oben im oberen Bereich waren wir auch schon fleißig. Oder war ich schon fleißig? Und ich weiß nicht, ob beim letzten Mal der rote Knopf dort gesehen wurde oder der Weg hier zur Star Road. All das war beim letzten Mal noch nicht da, glaube ich zumindest. Das ist natürlich sehr schade. Ja, auch hier oben geht es ein bisschen weiter noch. Aber, naja. Jetzt nix. Spielen wir trotzdem eine Runde. Was haben wir hier? Das ist mega schwer gewesen. Hat auch, glaube ich, seinen Grund, warum ich hier noch nicht weiter war. Danke. Oh. Hier muss man aufpassen. Das Problem ist, diese Delfine sind ja lustige Zeitgesellen, aber sie verhindern auch tatsächlich, dass man weiterkommt. Ne? Während da dieser Stachelrochen. Der Kugelfisch ein weiteres Problem darstellt. Nein! Und er ist recht, wenn man sich so blöde anstellt wie ich. Hui! Nein! 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 Gemeiner Kugelfisch, jetzt steuere ich auch noch volle Bulle rein. Jetzt wird das etwas komplexer, das Problem, weil... Ah, jetzt kriege ich ja Tempo drauf. Jetzt muss man irgendwie hier oben bei denen bleiben. Ah, blöder Kugelfisch. Ist hier was? Nein, kein Secret. Oh nein, jetzt komme ich nie wieder in die Röhre, doch. Okay, dann gehen wir mal in die Röhre. Und, ups. Nicht getroffen. Trotzdem weiter. Bui. Allerdings ist auch mein ganzes Aufnahmeequipment von diesem Problem des Nichtaufzeichnens, ich glaube, ich musste hier gar nicht mehr durch, betroffen gewesen. Auch meine ganzen Thumbnails, mein Intro, alles, was ich hatte, alles weg. Oder zum großen Teil weg. Ein bisschen was konnte ich rüber retten, aber dafür habe ich jetzt bessere Möglichkeiten zum Aufnehmen. Und werde mich auch weiterhin natürlich verbessern. Ach, das ist unter Wasser. Ich habe mich schon gewundert, warum ich gerade so mega träge bin. Unten scheint sich das aber mehr zu lohnen. Hoffentlich trigger ich jetzt. Nee, das ist alles easy. Das ist ja noch machbar. Das ist hier oben, das ist hier noch irgendwas Cooles. Jetzt wollte ich einfach nur weiter im Level, kann das sein? Vielleicht geht es unten nicht. Oh. Ui, Freunde, Freunde. Das war pixelgenaue Abrechnung, sage ich. Na los. Ja,
Ist so die Wahl zwischen Pest und Cholera hier, ne? Aber hier ist irgendeine Röhre. Komme ich hier noch weiter als bis zu dieser Röhre? Ja, hier geht's auch noch auf. Oh, der wirft hier mit seinem eigenen Geknöcher. Lass mal jetzt gucken hier. Nein! Meine Neugierde hat mich meine körperliche Größe gekostet. Ja, okay. Das war einfach nur ein anderer Weg. Dann husch, husch. Oh, oh, oh. Der ist, glaube ich, fies, oder? Nö, der ist gar nicht so fies. Ja, geil. Schön klein zum Bosskampf gehen. Das, meine Freunde, das ist fies. Ja, schon besser. Ach, hier sind die drei Rhinos. Ach, drunter springen ist angesagt. Okay, springen wir drunter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Geduld, Geduld, Geduld. Ich dachte es mir, man kommt so nicht ran. Geduld, 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 Geduld. Zuschlagen! Boah. Waka waka waka. Uiuiui. Ui. Knappe Geschichte, wa? Wir haben eine neue Brücke gebaut. Ei, continue and save. Brückenlevel, here we go. Ah, das ist mit so einem Autoscroll-Bildschirm. Da stehe ich drauf. Oh, und... Tschüss. Blöd. Okay, gucken wir nochmal. Muss man das, glaube ich, etwas besser timen. So zum Beispiel. So geht das besser. Krisenproblem. Nö. Alles. Muss ich daher gehen? Sag mal her, kann ich auf Select drücken oder so und dann mich umsehen? Wo war das denn da? Nee, ich kann auch einfach unten rumgehen. Habe ich jetzt gerade keinen Bock zu, mich da so abzustressen für. Weil ich würde da jetzt sowieso nur ein Leben nach dem anderen durchjagen. Und übrigens, die Leben, die da oben sind, die sind nicht gecheatet, ne? Die sind gefarmt. Ja, da gibt es hier ein bestimmtes Level, wo man reingehen kann. Und dann kann man immer wieder sehr, sehr, sehr schnell ein paar Leben holen. Und das habe ich dann auch getan. Der Maulwurf. Husch, husch, weg mit dir. Ach, Mist. Komm, noch ein Stück. Das reicht. Aha, noch ein Leben. Ein Leben für ein Leben. Zap. Ja, wenigstens etwas. Oh. Wesen taucht da nochmal auf. Wenn der Arbeitsspeicher schon vorbei ist, ne? Ich glaube, es wäre klüger gewesen, da mitzugehen. Bin mir da jetzt noch nicht so ganz sicher, wie das jetzt abläuft. Nee, so schnell kommst du nicht hinterher.
hat doch keinen Sinn gehabt. Oh. Ganz schön was los hier auf der Hütte, ne? Alles voller Maulwürfe. Krasser Maulwurf. Boah, what the fuck? Okay. Lass es schnell durchkommen. Sonst wird man gemaulwurfend. Ach nö, komm. Das ist ja ärgerlich. Wo geht's denn da hin? Aha. Komm ich da auch drauf? Da komme ich auch drauf. Schönes Ding hier. Leben geholt. Wir haben doch keine Zeit. Wo geht's hier hin? Ah, was soll das tun? Falsche Richtung? Ich hasse diesen Fisch. Ich hasse ihn von tiefster Seele. Wenigstens darf ich ab der Hälfte starten. Na, das können wir uns aber wiederholen, das Leben, ne? Oh, hoppala. Da gehe ich nicht nochmal rein. Oh nein! Oh, das dauert doch eine Weile hier. Einen kleinen Moment wird das noch dauern. Schnell, husch, husch. Aber es geht mir schon ums Prinzip, dass ich hier das Leben nicht... Also dass ich das Leben hier definitiv mitnehme. Nee. Ich hab's schon kommen sehen, dass ich da schon wieder abkriege. Yoshi! Yoshi, 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 Yoshi! Joschele. Wenigstens können die Maulwürfe nicht springen. Oh, ich kacke ein Leben, glaube ich, oder? Was ist das? Oh, was ist das? Was geht hier ab? Oh, oh. Ohne Scheiß. Ich habe, als ich klein war, so oft Super Mario gespielt. Aber ich kann mich daran nicht erinnern. Passiert da irgendwas? Oh ja, es verschwindet tatsächlich. Okay. Und hier der Feuerfurz. Eigentlich sollte das gar nicht so lange dauern, dieses Let's Play. Jetzt tut es doch schon wieder so lange. Und warum? Weil ich kacke bin. Also kacke hier. So. Nein, da rennt es doch schon wieder alles weg. Nee, nee, nee. Jetzt werde ich hastig, merkt ihr? Jetzt, hier kommt wieder der Kackebub. Mal sehen, ob irgendwas passiert, wenn ich alle einsammle. Alle Ruhe hier. Hm. Aha, wenn man sie alle einsammelt, dann passiert sehr wohl etwas. Krass, ultimativ equipped. So. Oh, da springt er mir hier nochmal
in den Weg. Egal, ich habe das Level geschafft, bin schöner ausgerüstet, habe mehr Leben, als ich vorher hatte. Gute Runde. Ich glaube, damit schließen wir, oder? Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Jetzt sind wir da, wo wir oben mit dieser sehr umständlichen Brücke hingekommen wären. Und zwar bei Ludwigs Castle. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao.